Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Am Sonntag fand in Großbritannien nicht nur der große Preis in der Formel 1 statt, sondern sowohl das Cricket-Finale zwischen Neuseeland und England, als auch das Männerfinale in Wimbledon. Für 2020 möchten die Organisatoren gerne, dass diese Events nicht an einem Tag zusammenstoßen. Sie wissen aber nicht, wann der große Preis von Großbritannien stattfindet. Plan soll es sein, den Grand Prix um eine Woche vorzuverlegen, doch der drohende Brexit könnte zum Problem werden. Denn es kann sein, dass es bei einem Brexit bis zu 4 Tage dauern könnte, die nötige Fracht auf die Insel einzuführen. Rich Energy hat seinen Namen Dienstag offiziell umbenannt. Ab sofort heißen sie Lightning Volt, Matthew Kell ist neuer Anteilseigner und William Story zieht sich von diesem Posten zurück. Im Mai wurde spekuliert, ob der für ein Jahr an Alfa Romeo ausgeliehene technische Direktor Simone Resta zurück nach Maranello kommen wird und gestern ist es offiziell geworden. Er wird wieder für Ferrari arbeiten, aber erst 2020, da er eine Kündigungsfrist einhalten muss. Er könnte bis Ende diesen Jahres zwar für Ferrari arbeiten, jedoch nur im Straßenautobereich. Sein Nachfolger bei Alfa Romeo heißt Jan Monchot. Gestern sind sehr interessante Daten zur Saison 2021 bekannt geworden. Das muss alles noch abgesegnet werden. Aller Voraussicht nach werden die Boliden wieder mit dem Ground-Effekt fahren. Dieser Effekt sorgt dafür, dass bei einem umströmten Körper in der Nähe des Bodens zusätzlicher Abtrieb entsteht. Komplexe aerodynamische Details gerade im Bereich Frontflügel und Bartsport will man loswerden. Als Beispiel möchte man den Frontflügel stark vereinfachen und soll auch weniger empfindlich sein. Unterhalb des Boliden werden sogenannte Venturi-Kanäle installiert, denn die sollen die Strömung Richtung Doppeldiffusor leiten, wodurch sehr viel Abtrieb auf der Hinterachse generiert wird. Nachteil an dem Konzept ist die nach hinten entstehende Dirty Air. Es werden sich Reifen gewünscht, mit denen man gegeneinander kämpfen kann, ohne dass sie gleich abbauen. In 2 Jahren soll der Abtriebsverlust nur noch bis zu 10% betragen und nicht so wie jetzt bei etwa 45%, wobei der Abstand zum hinterherfahrenden Boliden bei 2 Fahrzeuglängen liegt. Spätestens am 15. September sollen diese Vorschläge, die in Teams ausgearbeitet werden, beschlossen werden und Ende Oktober soll die FIA diesbezüglich grünes Licht geben. Ab 2021 sollen die Heizdecken verboten werden und diese Vorschläge geändert werden. Außerdem sind diese Vorschläge auch noch im Gespräch. Was haltet ihr von diesen Vorschlägen? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab oder schreibt einen Kommentar. Für weitere Infos rund um die Boliden für 2021 habe ich euch einen Artikel in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir zu Mikes Meinung. Für die Zuschauer in Großbritannien wäre es natürlich besser, wenn nicht gleich 3 Sportarten an einem Tag stattfinden würden. Viel kann ich zu 2021 bisher noch nicht sagen, aber was ich bisher so herausgelesen habe, gefällt mir gut. Mehr Abtrieb hier, kaum abbauende Reifen dort. Wichtig ist nur, und das ist für mich der wichtigste Wunsch, dass man die Fahrer so fighten lässt wie Verstappen und Leclerc in Silverstone. Das war ja echt ein Spitzenkampf. Kommen wir zum Community-Kommentar. NB46 Let's Plays hat folgenden Kommentar unter meinem Paris Haas Video geschrieben. Ich finde, bei Sebastian Vettel ist es ähnlich wie bei Valentino Rossi. Beide waren eine Zeit lang ziemlich erfolgreich, nur jetzt reißen sie auch nicht mehr viel. Der letzte WM-Titel von Rossi ist auch inzwischen 10 Jahre her. Danach hat er zweimal gewonnen oder Podien eingefahren, ähnlich wie bei Vettel. 4-mal Weltmeister, dann der Wechsel zu Ferrari und seitdem kein einziger Titel mehr, Fehler häufen sich und alle WM-Chancen in 3 Rennen wegschmeißen. Das wird eine sieglose Saison für Vettel. Interessanter Vergleich und du hast recht, beide waren Weltmeister und das vor langer Zeit und jetzt siegen sie kaum bis gar nicht mehr. Ob es eine sieglose Saison für Vettel wird, kann man schwer sagen. Bei Leclerc kann ich mir mindestens einen Sieg sehr gut vorstellen. Hoffen wir mal, dass es für Vettel nicht wie 2016 wird. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.